Vielleicht können wir einfach einen Dodo klauen. Das sieht fast so aus wie der Helm. Fällt da bestimmt drauf rein. Kann man auch auf den Kopf tragen. So einen schönen Dodo. Das wird bestimmt der letzte Schrei. Ich glaube, da wird er mir noch viel mehr für danken. Denn was hätte er mit dem blöden Helm gemacht? Nix. Wahrscheinlich Suppe draus gelöffelt oder so, oder? Reingekackt. TH Games. Wow, such games. Schlaf, wir können schlafen. Gut, sehr gut. Wenigstens Bett habe ich gefunden. Können wir gleich noch reinpissen? Ich meine, komm schon, ist ja nicht unser Bett. Pissen wir kurz hier in das Bett. Erhöht noch den Wert des Zimmers, dann ist es ein Wasserbett. Ich bin wieder lustig. Ein Telefon. Können wir niemanden anrufen? Schade. Ich würde gerne mal ein Wörtchen mit dem Mr. X wechseln. Einfach nur so zum Spaß ein bisschen plauschen. Sehen, was ihn so ticken lässt, worauf er so steht. Ob dann nicht vielleicht noch was geht. Komme ich kurz zu ihm rüber in sein Zimmer und dann knete ich ihn auch nochmal ordentlich durch. Der kann das gebrauchen. Ich glaube, der ist einfach nur verspannt. Deswegen macht er den ganzen Mist hier. Deswegen lässt er uns hier alle uns gegenseitig umbringen. Der ist einfach nur verspannt. Der muss einfach mal ordentlich durchgeknetet werden. Na, meinst du auch? Kommst du mit, ja? Komm, wir gehen zu dem Mr. X. Gehen wir zu dem Mr. X und dann... Hier ist er. Hier ist er. Der hat wahrscheinlich nicht mein Zimmer. Ich glaube, das ist Mr. X. Das ist gar keine Statue. Ich hab dich durchschaut. Steht hier die ganze Zeit, ja? Macht hier seinen Feng Shui oder was das ist hier? Karate, Yoga, Karaoke, was auch immer. Entspannt sich hier und guckt sich alles an. Ist großer Mensch, der Mr. X. Großer Mensch. Wo zur Hölle ist der Frachtraum? Ich wiederhole die Frage ganz gerne immer mal wieder so alle 5 Minuten. Weil ich denke, dass dann vielleicht irgendwas passiert. Wir können auch gerne nochmal durch diesen Raum hier gehen. Wie gesagt, das ist einfach so ein schöner Raum. Gehe ich immer wieder gerne durch. Ist nie verschwendete Zeit. Kriege ich immer wieder einen Steifen, wenn ich hier durch diesen Raum wandle und mir die schönen Wände angucke. Oh Mann, könnt ihr das fassen, diese Wände? Oh Mann, könnt ihr das fassen? So viele Wände auf dem Schiff. Wer hätte gedacht, dass ein Schiff Wände hat, Mann? Und hier sind so viele davon, die kann's gar nicht fassen, Mann. For 20 Blaze it, Mann. For 20 Blaze it. So viele Wände. Oh, so geil. So geil. Mann, ich mag ja Wände. Da stehe ich voll drauf auf Wände. Oh, Wände. Ich glaube, wir laufen schon wieder in die falsche Richtung. Nein, gar nicht, wir müssen einen runter. Was laber ich? Jede Menge Mist. Oh, was? Matt! Wieso regnet es hier drin? Was? Wer hat die verdammte Wolke über meinen Kopf geschoben? Was soll der Mist? Wer ist dafür verantwortlich? Dem schiebe ich sofort eine pazifistische Gabel in den Hintern. Was? Oh shit. Da haben wir auf den Boden gepisst. Ah Mann, sieh dir das an, Mann. Eine Pisswürze. Kannst du das fassen? Kannst du das fassen, wie gelb das ist, Mann? Sieht aus wie Apfelsaft, Mann. Und schmeckt auch so. Kannst du das fassen? Ich habe nicht mal Apfelsaft getrunken, Mann. Und es schmeckt trotzdem. Oh, geil, Mann. For 20 Blaze it. Wir sind doch jetzt richtig. Wen muss ich denn... Ich muss wahrscheinlich hier in das Museum, nicht wahr? Erstmal muss ich duschen, denn ich stink wie sonst was. Wo war denn eine Dusche? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir nichts merken. Ich habe kein Gehirn. Vielleicht kriege ich erst ein Gehirn klauen. Vielleicht ist das eine Idee. Wo kriege ich ein Gehirn her? Wo kriegt man sowas her? Weiß ich nicht. Hat mir nie wer gesagt. Für eBay ist das alles so teuer. Oh. Schön. Sehr schön. Du hast die Mission nicht geschafft. Okay, gut. Das ist kein Problem. Latschen wir einfach nochmal dahin. Macht mir nichts aus. Ich brauche die Beinarbeit. Ich kann's nie abwarten, meine Beine wieder ordentlich durchzutrainieren. Schön die Treppen rauf und runter hier, das macht fit. Nicht wahr, Franz?
Wie geht's dir, Franz, nachdem wir uns getrennt haben? Läuft alles gut, ja? Ich sehe, du hast eine innige Beziehung hier mit dem Telefon aufgenommen. Das ist schön für euch. Ich freue mich für euch, ja? Die ist ein bisschen dick, ne? Ist da etwa ein kleiner Franz unterwegs, ja? Kleiner Telefon-Franz. Ich fasse es nicht. Fantastisch. Wirklich schön für euch. Das freut mich. Liebe überall. Liebe und Glückseligkeit. Fantastisch. Das Liebeschiff, das Kreuzschiff der Liebe. Hier geht's ab. Hier quietschen die Betten. Hier läuft das nur so wie sonst was. Hier laufen die Flüssigkeiten in Strömen. Alle Flüssigkeiten. Oh. Schon wieder eingepennt, verdammt nochmal. Wach auf! Wir haben wichtige Dinge zu tun, keine Zeit zum Schlafen. Es sind Leute ermorden. Jede Menge Leute ermorden. Leute ermorden, Joints rauchen, das ist das Leben. Das ist mal eine Kreuzfahrt. Pflanzen, fieken, das außerdem auch. La-di-da-di-da-da-da-da. Erst jetzt stelle ich fest, dass ich gar nicht springen kann. Ist traurig. Noch mehr Grund, um meine Beine zu trainieren. Ich kann einfach nicht springen. Laufen kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Wo ist das verdammte Restaurant hin? Kann mich nicht jemand erlösen? Kann mir nicht einfach jemand das verdammte Rettungsboot auf den Kopf hauen und dann ist alles fertig? Verdammt normal. Das heißt, ich schaffe sowieso schon immer, mich selbst umzubringen. Das muss niemand mehr tun. Muss noch nicht mal jemand tun. Ich bringe mich schon selbst immer um. Mit meinem eigenen Kot meistens. Meistens bringe ich mich mit meinen eigenen Fäkalien um. Ist die eleganteste Methode. Menschen mit Fäkalien töten. Hallo, mein Freund. Ah, Mann, vor 20 Blazed. Ich fass es nicht. Hallo. Ich höre, du willst dir ein bisschen Geld verdienen. Das habe ich auch gehört. Das habe ich schon gehört, verdammt nochmal. Bewege deinen Mund etwas schneller. Wo ist mein Schatz? Streng dich an, mein Junge. Zeit ist Geld. Entschuldigung. Hast du ein bisschen Petersilie da am Bart hängen? Das wollte ich nur kurz wegmachen. So. Jetzt siehst du wieder schön aus. So. Das wollte ich nur. Ich bin ein höflicher Mensch. Ich wollte dich da nur drauf aufmerksam machen. Du liegst mir sehr am Herzen. Karl. Geil. Heißen alle Karl, Hans, Peter, Heinz. Herz zwar einen britischen Akzent, aber er ist trotzdem Karl. Karl mit C. Ist doch ein britischer Name, oder nicht? Karl? Karl! For 20 Blazed, Karl! For 20 Blazed. Oh, was haben wir denn hier? Ach du Kacke, was haben wir denn da? Ach du Kacke, da muss ich gleich erstmal einen Haufen Scheiß wegschmeißen. Alles wegschmeißen, was es nicht wert ist, in meinem Inventar gelagert zu werden. Oh, wir müssen uns erst umziehen, fällt mir ein. Hab ich mich letztes Mal nicht umgezogen? Widerlich, ja? Ich trage die ganze Zeit dieselben Klamotten hier. Absolut widerlich. So, nehmen wir gleich erstmal alles mit hier. Schwer bewaffnet sind wir jetzt. Nice. Sehr nice. What 20 Blazes? Waffen. Waffen, Mann. Hört sich was dann wie Waffeln. Oh, ich mag ja Waffeln. For 20 Blazed. Geil, Mann. Wo zur Hölle bin ich jetzt? What? Victorian Secrets. Bisschen Frauenunterwäsche kaufen. Hallo. Hallo, meine geehrte Dame. Ich interessiere mich für feine Damenunterwäsche. Ja, nein. Haben Sie nicht für mich? Nein, okay. Und dann muss ich mich damit abfinden. Pour voir. Hallo. Schalengedo. Irgendwo war doch das Museum. Ich bin schon wieder auf dem falschen Level, wa? Natürlich. Natürlich bin ich wieder eingeschlafen. Ich habe alles nur geträumt. Es war alles nur ein Traum. Nein, war's nicht. Grausame Welt. Grausame Welt. Was ist das denn? What? Kunst.
Kunst, man kann es in einem Wort zusammenfassen, das ist Kunst. Alles Kunst. Tür ist Kunst, Wand ist Kunst, Boden ist Kunst. Kunst. Folgt mich wer? Ich dachte, ich hätte gerade Schritte gehört. Ah, Schach. Schach. Hier müssen wir doch hin, oder nicht? Oder täuscht mich das? Wahrscheinlich täuscht es mich. Wahrscheinlich bin ich blöd, das sowieso. Wahrscheinlich weiß ich auch noch nicht, wo ich hin muss, das sowieso. Wahrscheinlich bin ich hier völlig falsch. Vielleicht können wir einfach einen Dodo klauen. Das sieht fast so aus wie der Helm. Fällt da bestimmt drauf rein. Kann man auch auf den Kopf tragen, so einen schönen Dodo. Das wird bestimmt der letzte Schrei. Ich glaube, da würde er mir noch viel mehr für danken. Würde sich den Dodo auf den Kopf setzen. Sofort will jeder einen Dodo haben. Jeder will einen Dodo haben. Er setzt einen Trend. Verdient Millionen mit Dodo-Hüten und rottet die Dodos aus dabei. Und dann wird er mir noch sehr viel mehr danken. Denn was hätte er mit dem blöden Helm gemacht? Nix. Wahrscheinlich Suppe draus gelöffelt oder so, oder? Reingekackt. Weiß ich nicht. Was soll man mal mit dem Helm macht? Auf jeden Fall nicht auf den Kopf setzen. Ist eine blöde Idee. Warum? Warum sollte man sowas tun? Du hast davon keine Ahnung. Du bist nur... Bist nur eine Arztfrau. Weißt du was nicht? Du hast keine Ahnung von Helm. Du hast keine Ahnung... Du hast Ahnung von Medizin und Spritzen und sowas. Aber du hast keine Ahnung von Dingen wie Helmen. Doktorspielchen vielleicht noch. Das vielleicht noch. Aber sonst nix. Keine Helme auf jeden Fall. Keine Ahnung von Helmen. Habe ich ja keinen Respekt für solche Leute. Leute ohne Wissen über Helme. Das geht bei mir gar nicht. Wenn ich jemand Neues treffe, ist meine erste Frage immer sofort, was weißt du denn eigentlich so über Helme? Wenn dann kommt, pff, Helme, ja weiß ich nicht, setzt du auf den Kopf oder was, dann schlage ich ihm gleich ins Gesicht und schmeiß ihn auf den Boden und trete ihn noch, wenn er am Boden liegt und spuck ihn an und dann laufe ich weg und lache dabei manisch. Denn so bin ich halt. So bin ich halt. Mäh. Mäh. Wie ein Schaf lache ich dann. Mäh. Denn das ist das geheime Ritual des Helmclubs. Des geheimen Helmclubs. Das ist der geheime Helmgruß, den nur geheime Helmmitglieder kennen. Den geheimen Gruß des Helms. Der geheime Gruß des Helms ist Leute auf den Boden schmeißen, treten und ins Gesicht spucken und dabei wie eine Ziege lachen. Mäh. Weiß nicht jeder, Franz. Weiß nicht jeder. Du weißt das, du bist Mitglied des Helmclubs oder des Hutclubs zumindest. Der Hutclub ist ist ein Tochterclub des Helmclubs. Deswegen bist nicht so toll wie ich, denn ich bin im Helmclub. Du bist nur im Hutclub, aber... Aber wir verstehen uns, wir verstehen uns. Wir sind nicht auf dem gleichen Level, aber auf jeden Fall auf einem ähnlichen Level. Wo zur Hölle ist dieser verdammte Helm? Das treibt mich langsam in den Wahnsinn. Ich könnte einfach auf die Map gucken, aber warum sollte ich sowas tun? Um ans Ziel zu kommen? Nee. Der Weg ist das Ziel, Leute. Der Weg ist das Ziel. Jetzt sind wir am Ziel, der Weg ist zu Ende. Und was haben wir davon? Geld und Freude und so weiter. Und einen schönen Schlaf. Aber sonst... Oh Gott! Sag mal! Nein! Verdammt nochmal! Ich konnte meine Kanone nicht rechtzeitig zücken. Zielsetzung wurde aktualisiert. Nein! Oh Gott, ich hatte es doch fast. Was zur Hölle? Was hat der denn gemacht? Der sah auch aus wie ein Einbrecher. Wollt ihr auch einbrechen, oder was? In meinen Kopf ist er eingebrochen, in meinen Schädel mit der Brechstange. Was für ein Penner. Aber ich lach zuletzt. Wahrscheinlich wollte er mein Gehirn klauen. Und da lach ich zuletzt, denn ich hab kein Gehirn. Da wird er enttäuscht gewesen sein. Bricht in meinen Schädel ein und findet kein Gehirn. Hat er bestimmt geweint. Hat er bestimmt geweint und das hat er auch verdient, der Penner. Hat er wirklich verdient, tut mir kein Stück leid. Verdammt nochmal, verzogene Göre. Wie der Franz, kein Stück anders. Genau wie der Franz. Ne? Franz? Du weißt, warum es nicht geklappt hat. Das ist alles deine Schuld, das weißt du ganz genau. Alles hätte schön sein können. Aber jetzt hast du ja dein Telefon. Jetzt ist ja alles gut.
Du hast dein Telefon, ich habe meine durchlöcherten Pflanzen, alles ist wunderschön, alles ist wunderbar. Und wir sind wieder eingeschlafen, fantastisch. Finde dein Opfer. Davon habe ich geträumt. Ich hatte eine Vision. Eine Vision. In meiner Vision wurde mir gezeigt, dass ich mehr Leute ermorden soll. Der Gott des Helmes hat es mir gezeigt. Der heilige Gott des goldenen Helmes sagte mir, ich soll mehr Leute ermorden. Auf blutrünstige Weise. Okay, aber das war eigentlich auch schon wieder genug davon. Bevor ich hier vollkommen wahnsinnig werde von dem ganzen Kartengefolge und nichts finde und nicht auf die Karte gucke und bla. Einfach nur bla. Verdammt nochmal. Einfach nur bla. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, nicht? What when die blazet und seht euch die Wände an. Ich hoffe, euch haben die Wände gefallen, Mann. Ich hoffe, euch haben die Kreise gefallen und die Linien. Oh, so viele Linien. For 20 Blazes. Oh, wenn das Video eine Sache hatte, dann waren es auf jeden Fall Linien und geile Bärte, Mann. Oh, seht euch den Bart an von dem Mann. Oh, so geil. For 20 Blazes, Mann. Oh, geil. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Nicht. Und wenn das der Fall war, lasst doch vielleicht ein Like da, oder so ein geiles Kommentar, da stehe ich ja voll drauf, what 20 Blazes, Mann. Und dann, nicht, bis zum nächsten Mal, ne, bei dem Ship, ne, what 20 Blazes, Mann. Liebe Leute, auf Wiedersehen. Ciao! Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Es ist das Ende dieses Videos. Rechts und links stehen ein Haufen Links. Die könnt ihr anklicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr lasst sein. Oh, Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Oh, Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, klickt doch abonnieren oder Fave oder Like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, klickt doch abonnieren oder Fave oder Like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Es ist das Ende. Alles wird vorbei. Schluss und aus. Kommt nichts mehr. Geh weg. Es ist das Ende. Wir sehen uns.